willkommen hier zurück zu KuchenTV Uncut. Unser Kaisermeiser hat ein neues Video zu T-Tech hochgeladen, und zwar wie er seinen Kanal ruiniert hat. Und da wollen wir natürlich reingucken heute. T-Tech war einer der vielversprechendsten Meinungsblogger-Neukömmlinge der letzten 2 Jahre. Naja, er hat kritische Videos zu aktuellen Themen und zu anderen YouTubern gemacht, die teilweise richtig fesche Burschen sind. Vor knapp einem halben Jahr hat sich das aber geändert, nachdem er ein Video mit dem Titel Mein Problem mit Rezo, Stay und anderen Gutmenschen hochgeladen hat. Dieses Video hat nämlich nicht nur dafür gesorgt, dass er bis heute konstant Abonnenten verliert, sondern auch seine Dislikes unter seinen Videos nicht mehr verschwinden. Aber ich glaube, da steckt mehr dahinter. Es ist nämlich nicht nur das eine Video, mit dem er seinen Kanal gegen die Wand gefahren hat, sondern vor allem sein Umgang mit Hate. Junge, heftiger Schnitt hier, oder was? Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück beim besten... Wie geht's nochmal? Na, scheiß drauf, heute ein bisschen oldschool unterwegs. Ganz kurz vorweg, mir ist wichtig zu betonen, ich habe jetzt nicht irgendwie Beef mit T-Tech oder sonst was. Aber wer den Zweitkanal fleißig verfolgt, der weiß, dass wir schon das ein oder andere Mal das Thema beleuchtet haben. T-Tech braucht Monte, damit er wieder Plus macht. Da muss man mal drüber reden. T-Tech hat 2021 angefangen, Meinungsblogs zu posten. Sei es über Politik, YouTube-Skandale oder das nervigste Thema des 21. Jahrhunderts. Ach was, erst habt ihr auch schon mal diese Werbung gesehen vom Burger King mit dem einen Dude, der 1:1 ausschaut wie Ahmad. Ich schwör, schau das an, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Was mir bei T-Tech immer aufgefallen ist, dass er bei eigentlich jedem Video eine sehr gute, sehr positive Bewertung auf seine Videos bekommen hat. Und das ist gerade bei Videos, bei denen es um, ich sage es mal, kontroverse, um sehr meinungsstarke Videos geht, auch nicht selbstverständlich. Aber wenn dann mal jemand einen Hate-Kommentar geschrieben hat oder einfach nur herumgetrollt hat, dann ist es nicht selten vorgekommen, dass T-Tech auch darauf eingestiegen ist. Und das komplett. Bei mir ist so, ich lese gern Kommentare von anderen Leuten, unter anderem Videos sogar, weil ich möchte einfach wissen, okay, was hält denn die Allgemeinheit davon? Oder wie ist der generelle, the general flow of the Meinung und so? Und weißt du, bei T-Tech hast du halt öfter mal sowas lesen können, wie, dass er jemanden traurig oder auf dem Niveau mit Querdenkern oder einfach nur armselig bezeichnet. Mir ist auch bewusst, dass die Kommentare lese ich halt auch ganz gerne, aber sich mit irgendwelchen Hatern in den Kommentaren irgendwie auseinanderzusetzen und da dann so ellenlange Kommentare posten, macht halt einfach überhaupt keinen Sinn, ne? Also das habe ich ganz früher vielleicht auch mal gemacht, aber es bringt dir halt auch einfach nichts. Ich meine, selbst bei Twitter bringt es halt nichts, mit Leuten zu diskutieren, ne? Da antwortest du 2-3 Mal drauf, weil es lustig ist. Kommentare, auf die ihr sowas und dann ignorierst du das einfach. Teilweise, ich sage jetzt mal, blöde Leute sind. Es ist aber trotzdem wichtig, dass dir das einfach mal irgendwo egal sein kann. Kritik und sowas gerne gesehen, weiß nicht, Feedback gerne gesehen, aber halt einfach nur, also straight up, wenn jemand kommentiert, was geht ab, du bist ein Bro oder sowas, das braucht man nicht und da muss man auch nicht drauf eingehen. Und das ist mir wirklich seit Monaten aufgefallen, dass teilweise die gleichen Leute immer wieder zurückkommen und kommentieren einfach nur, weil es halt darum geht, ja okay, wer kassiert die fetteste Beleidigung, weißt? Schauen wir uns ein Beispiel an. Diese Frau hat kommentiert, ich bin eine Frau und sage dir ganz offen, du bist ein Misogyn. Jetzt ist halt die Frage... Du bist ein Misogyn, ist das richtig? Ja gut, das heißt eigentlich Frauenhasser, ne? Also du bist ein Frauenhasser, ist richtig, das klingt so dumm. Du bist ein misogyner Kerl oder so, hätte ich eher geschrieben, oder? Okay, was würde ich in der Situation machen? Ich persönlich... Nix. Was sollte ich auch draufschreiben? Ja, ignorieren einfach, ne? Ob ich die Welt schreibe. Nein, bin ich nicht. Liebe Grüße, der Gerhard oder so. Nein, scheiß drauf. T-Techs Antwort daraufhin war, weil du eine Frau bist und mich nicht magst. Stimmt, misogyn ist eigentlich auch ein Adjektiv, ne? Ein sogenanntes V-Wort. Entscheidest du, was ich bin? Guess what, du Evolutionsbremse. Hallo, Bitch. Ha, was fällt dir überhaupt ein? Ich sehe dich nicht mehr. Ich sehe dich. Erkennst du die Haters? Und nochmal, ich weiß, dass das einen abfucken kann und sowas. Ich kriege auch teilweise Kommentare. Letztes Mal hat einer kommentiert, ja, ich gebe dir einfach aus Prinzip jetzt immer einen Dislike, weil mir das Werbesystem von YouTube nicht gefällt. Bedank dich bei YouTube. What the fuck, Bruder? Toll, danke für nix, Michael. Auf jeden Fall hat das ein anderer Kommentarschreiber mitbekommen und hat ihn dann darauf angesprochen. Ey, du beschwerst dich darüber und nennst andere Evolutionsbremse und so. Wenn du keine willst, also keine Hate-Kommentare, dann solltest du auch keine spitten. Woraufhin er geantwortet hat, meine Beleidigungen haben ja einen Grund. Wenn ich jemanden als dumm bezeichne, dann immer mit Kontext, in dem ich aufzeige, dass es gerechtfertigt ist. Davon ab finde ich nicht, dass dumm per se eine Beleidigung ist. Es ist ein Zustand. Ja, ich finde jetzt halt dumm, weiß ich nicht. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Dumm ist für mich jetzt auch keine wirkliche Beleidigung, aber Evolutionsbremse und so. Also ich finde es alleine halt schon kritisch, sich in den Kommentaren so krass triggern zu lassen. Also ich weiß gar nicht, ob das unter meinem Video, also unter dem Video gewesen ist, was er zu mir gemacht hat oder unter einem anderen. Aber da hat er auch mit so vielen Leuten darunter diskutiert und ich weiß nicht, wie er das macht. Er hat wirklich jede Diskussion konsequent verloren.
Und keine Ahnung, wie kann man sich das denn so krass zu Herzen nehmen? Ich meine, selbst wenn dich da einer als misogyn bezeichnet, ja Bro, dann ignorier den doch einfach, leb dein Leben weiter und gut ist. Also willst du jetzt für immer auf jeden Hate-Kommentar eingehen? Wie gesagt, ja, es ist nervig, kann nervig sein, sagen wir mal so. Gerade wenn man kleiner ist, ne, da fällen Hate-Kommentare ja mehr auf. So, aber dann selber noch zurückbeleidigen, ja, ist halt nicht so cool, also bringt nicht viel. Ich weiß jetzt nicht genau, warum er von dem Wort dumm spricht, weil es geht eigentlich um das Wort Evolutionsbremse. Das hat auch der Kommentarverfasser so geschrieben, vielleicht hat er es überlesen oder er ist dumm. Aber das war nicht der Grund, warum er in die roten Zahlen abgedriftet ist. Es geht mir vor allem um nicht nur das legendäre Skandalvideo, sondern vor allem die Nachwirkungen und der Umgang im Nachhinein zu diesem Skandalvideo, bei dem man sich wirklich, da musste ich wirklich anschnallen, ja. Und falls ihr euch jetzt fragt, ja, was ist eigentlich los mit dir? Warum plapperst du auf einmal in dem Fachjargon eines Automobilhändlers? Freunde, ich kann es euch sagen. Das liegt ganz einfach daran, dass du in der Holy Black Week einfach ein fucking Auto gewinnen kannst. Boah, no nee, joke. Alter, 204 PS. 5, so insane. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem T-Tech-Video. Was ist überhaupt los? Was ist passiert? Und ja, ab der Film. Einigen wir uns doch stattdessen darauf, dass man als Frau bei einem solchen Konzert Backstage überhaupt keine Erwartung haben muss. Wieso will also, dass man sich darauf einigt, dass Frauen überhaupt keine Erwartungen haben müssen? Und das finde ich extrem kritisch. Aber warum? Naja, in einer perfekten Welt sollte es genau so laufen. Aber in dieser Welt leben wir nicht. Nicht mal im Ansatz. Diese Erwartung nicht zu haben, ist doch Teil des Problems, wenn es wirklich dieses System von Till Lindemann gibt. Nur dadurch geht das System, das man bei Till Lindemann vermutet, überhaupt erst auf. Wir sollten uns nicht darauf einigen, dass man nichts erwarten muss. Wir sollten uns darauf einigen, dass man das Schlimmste erwarten muss. Leider. Nein, das ist keine absolute Schuldzuweisung, sondern das Schlüsselwort nennt sich Eigenverantwortung. Wenn ich mit einer Rolex... Ja, aber ich finde das halt immer noch kritisch, wenn man so sagt, so ja, du musst halt immer das Schlimmste erwarten. Man könnte halt genauso sagen, dass man auch das Schlimmste erwarten muss, wenn, keine Ahnung, ich jetzt auf dem Konzert gehe, dass da ein Anschlag stattfindet. So, auch das kann theoretisch passieren. So, egal, ob man davon ausgehen kann oder nicht, ist keine Frau schuld daran, wenn irgendwelche Straftaten begangen werden, ne? Wie das jetzt bei Till Lindemann da diskutiert worden ist, ne? Ghetto rumlaufe und dann damit rumwedle. Brauche ich mich dann wundern, wenn ich ausgeraubt werde? Der Dieb ist doch zu 100% schuld, oder nicht? Ich kann also gar nichts dafür. In einer perfekten Welt müsste ich nicht davon ausgehen, ausgeraubt zu werden. Aber in der leben wir nicht. Also muss ich mich einschränken lassen, um mich selbst zu schützen. Und ja, aus Naivität kann man eine Eigenverantwortung ableiten und damit einhergehend eine klitzekleine Selbstschuld. Auch wenn die Hauptschuld immer noch der Täter hat. Und ja, dann geht eine... Digga, er hat das halt so aufgenommen, hochgeladen und dachte sich so, boah, das ist so ein cooler Take, Alter. Mann, zum Glück habe ich den in mein Video gepackt. Richtig gut. Gewisse, wenn auch absolut winzige Teilschuld mit einher. Genauso wie eine winzige Teilschuld mit einhergeht, wenn ich mit einer Rolex im Ghetto rumlaufe. Das war heavy. Das Video kam, by the way, eine Woche nach dem Rammstein-Video von Kyla raus. Deswegen, das war aber 34.000 Aufrufe. So wie dieser Julian. Generell bei so einem sensiblen Thema, beziehungsweise im Zusammenhang auch noch mit Rammstein, zu sagen, okay, Frauen hätten an Belästigung teilweise eine klitzekleine Selbstschuld. Das ist... Stay, Alpha Kevin, GNU, KuchenTV, ja. Kaiser Live, ja, alle möglichen Leute haben darauf reagiert. Insbesondere der Kaiser Live, der hat mir super gefallen. Deswegen, vielleicht habt ihr das ja alles mitbekommen und denkt euch jetzt, okay, was ist jetzt eigentlich danach passiert? Gab es vielleicht ein Statement? Hat er das Video gelöscht oder einen Teil 2 rausgebracht? Nein. Nach dem Release von dem Video war erstmal Funkstille. T-Tech hat zwar noch auf die Kommentare zum Teil geantwortet, aber ich meine, es waren auch relativ viele. Es sind aber dann echt Tage vergangen, es sind Wochen vergangen und dann fast schon 2 Monate. Und ich habe for real in dem Moment geglaubt, okay, vielleicht macht ihm das auch einfach keinen Spaß mehr. Klar, du willst gated und sowas. Ich sehe es ein, er hat drauf geschissen. Würde ich ihm auch nicht übel nehmen. Einfach Fun Fact, er hat auf diesem Video über 4.700 Kommentare. Kann man mal machen. Ich glaube, so viele habe ich nicht mehr unter Videos. Gleich. Habe ich auch nicht. Ich habe so, glaube ich, 2000 maximal. Noch das letzte Video von Montana Black auf dem Montana Black Kanal gegangen. Das hat weniger als die Hälfte. Das ist eine Menge, okay? Aber er ist tatsächlich nach weniger als 2 Monaten zurückgekehrt. Stone, und danke für den Prime Sub. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Lange ist es her, ich weiß, aber wir müssen heute über KuchenTV sprechen, nicht über meine Abwesenheit. Junge, die Bewertung von dem Video ist auch sehr gut, muss man sagen. Ich habe überlegt, ob ich dieses Video hier mache oder nicht, aber ich habe mich... Das war's? Ich meine, ja, okay, also muss ich nicht dazu äußern, okay? Ich hätte mir irgendwie damit... Ja, ich fand's halt auch weird, ich glaube, das letzte Video, als er da war, war das Video, wofür er gehatet wird. Und dann kommt er random nach einem Monat einfach mit einem Video gegen KuchenTV wieder, weil ich ihn in 2, 3 Punkten irgendwie kritisiert habe. Vor allem, warte mal, T-Tech wollte auch eigentlich ein Video gegen mich machen, hat er gesagt.
Nachdem ich mein Video hochgeladen habe, hat er mir bei Instagram geschrieben und meinte so, jo, keine Ahnung, wollen wir das klären, bevor ich in dem Video die ganzen Lügen klarstelle. Dann habe ich erst gesagt, ja, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit, müssen wir wann anders machen. Ja, leider hat sich das dann tatsächlich nicht ergeben. Das heißt, wir warten eigentlich auf das Video. Weil ich habe dann auch mit Twizzy gesprochen. Wir haben halt beide gesagt, dass wir eigentlich, also ich würde erst gerne mit T-Tech reden, wenn er sein Video hochgeladen hat. Weil ich weiß ja, dass mein Video gut ist und ich weiß, dass er sich da absolut ins eigene Bein schießen wird, wenn er da antwortet. Und da sage ich euch ganz ehrlich, habe ich Bock drauf. Gerechnet. Das Comeback-Video war, by the way, eins über KuchenTV, weil die so Mini-Beef hatten. Der hat sich so über ein T-Tech-Video lustig gemacht und T-Tech hat gemeint, ah, du blöde Jan und so. Lange Geschichte. In den zwei darauffolgenden Videos ist auch nicht wirklich auf das Thema eingegangen worden. Stattdessen waren die über Tim Jacken, der auch gerade in der Kritik gestanden hat. Wobei man dazu sagen muss, dass die Punkte aus den neuen zwei Videos von T-Tech eigentlich 1:1 die gleichen waren, wie die, die er schon einmal getätigt hat. Die einzigen zwei neuen Punkte, an die ich mich erinnern kann, die T-Tech kritisiert hat, waren zum einen das Manscaped Placement von TJ. Da hat ihm nicht gefallen, dass man die Rasierer von Manscaped nur im Abo-Modell bestellen kann und nicht einzeln, was nicht stimmt und er auch in seinem eigenen fucking Screenshot zeigt. Kann passieren. Und der zweite Punkt ist, dass T-Tech darüber spekuliert, ob TJ nicht seiner Freundin fremdgegangen ist, weil er zuerst eine Abmoderation gepostet im Bett mit seiner Freundin und nur ein paar Tage später gesagt, dass er mit einem anderen Girl auf Instagram schreibt. Auch das war wieder ein bisschen ungünstig, wenn man tatsächlich auch in T-Techs eigenem Video den Clip sieht, wo TJ darüber schreibt. Er schreibt das hier. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch nicht lange zusammen. Wir sind auch erst seit circa 2 Monaten wieder fest zusammen. Ist eine lange Story, aber privat. Ja, Bro, dann habe ich jetzt gerade, okay, perfekt, dann haben wir jetzt gerade diese... Ja, die einzigen beiden neuen Punkte in dem Video von T-Tech sind welche, die, wo er selber einblendet, dass die falsch sind. Nice. Spekulationen hier entkoppelt. Okay, sie waren zusammen, dann waren sie nicht mehr zusammen. In der Zwischenzeit hat er Freundschaft Plus oder sonst was und hat halt nebenbei noch vielleicht mit wem anderen geschrieben. Wozu haben wir jetzt spekuliert? Hätte einem tatsächlich auch auffallen sollen in der Situation. Er hat auch gemeint, er pinnt das dann in einem Kommentar an. Hat er bis jetzt noch nicht gemacht. Wäre nett, wenn du es machst, wenn du es siehst. Das für mich wichtigste Video ist allerdings das vierte und zwar das aktuellste. Das ist das gegen Trayment, in dem er sich tatsächlich ein bisschen zu dieser Rammstein, oder was heißt Rammstein, zu diesem Skandalvideo äußert. Wir schauen rein. Okay, also erstmal, wer zur Hölle sagt denn, ich hätte nicht selbst reflektiert? Du? Spoiler, ich habe selbst reflektiert. Und ja, das kannst du nicht wissen, den Punkt gebe ich dir. Aber dann setz dich nicht in deinem Video öffentlich dahin und behaupte das Gegenteil, wenn du überhaupt keine Ahnung hast. Wie sagt man so schön, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Ich möchte hier die Aussagen, die ich damals in dem Video getätigt habe, nicht... Ja, ich weiß nicht, aber ich sag mal ganz ehrlich, wenn man die Aussage, die T-Tech gebracht hat, einfach mal reflektiert, dann kannst du logisch gesehen nur zu dem Entschluss kommen, dass das, was du gesagt hast, absolut dämlich gewesen ist. Und da muss man dann auch leider zugeben, wenn T-Tech sich öffentlich dann überhaupt nicht dazu äußert, obwohl das Video ja wirklich krasse Wellen geschlagen hat, ne? Also Kaiser hat ja auch gezeigt, wer da alles drauf reagiert hat und wer dazu was gesagt hat, ne? Das waren ja wirklich schon sehr, sehr viele Leute. Und dann kann man schon, würde ich sagen, davon ausgehen, wenn du es halt komplett ignorierst, dass du dich vielleicht nicht selbst reflektiert hast, weil einfach mal kurz ein Sorry, der Punkt war einfach scheiße zu sagen, hätte ja schon gereicht. So, du hast es ja einfach wegignoriert und dann wirkt es natürlich nicht so, als wenn du dich da reflektiert hast. Nicht verteidigen und auch nicht reproduzieren. Ich meine, die Aussage ist ja auch immer noch online in dem Video, soweit ich weiß. Und darum geht es nicht. Mit diesem Part will ich nur aufzeigen, dass sowohl sehr viele meiner Kritiker als auch Trayment nicht in der Lage sind, das, was ich wirklich gesagt habe, richtig zu verstehen. In meinem Video habe ich damals ganz bewusst nie über Vergenusswurzelung gesprochen. Ich habe Frauen nicht die Schuld zugewiesen und auch nicht gesagt, selbst schuld. Und ich habe auch klargestellt, dass ich nicht allen Opfern solcher ekelhaften Straftaten eine Teilschuld zuspreche, sondern dass es auf den Kontext ankommt. Nochmal, es spielt keine Rolle, ob ich das mit der Teilschuld jetzt noch so sehe oder nicht. Wirklich nicht. Naja, doch. Eigentlich schon. Nochmal, ich spreche gerade als das Ich zu dem Zeitpunkt meines damaligen Videos, nicht als mein jetziges Ich. Okay. Hä? Das ist gar nicht mal so unwichtig. T-Tech meint, er hat es in dem Bezug auf das Skandalvideo reflektiert. Gleichzeitig sagt er dann aber, es ist nicht wichtig, ob er noch hinter den Aussagen von damals steht und argumentiert quasi als er selber aus der Vergangenheit, aber er sagt, naja, ich weiß ja nicht, ob ich immer noch so denke und bla bla. Und meint dann einfach, das macht ja wirklich gar keinen Sinn, Alter. Ich check's auch nicht gerade. Wenn du nicht hinter dem Video stehst, warum verteidigst du dann die Aussagen als Past Tense T-Tech?
Und wenn du hinter dem Video stehst, warum sagst du dann, du hättest reflektiert, so auf, also auf was? Genau. Da hättest gleich à la Leroy im Post raushauen können mit den Worten Statement 30. Februar. Da hätte ich weniger Fragen gestellt. Ich glaube, der Versuch, den Shitstorm einfach zu ignorieren und so ein bisschen auslaufen zu lassen und sowas, das kann funktionieren. Ja, vor allem, ich meine, ich verstehe es aber halt trotzdem nicht. Also wie gesagt, wenn er sich dazu wirklich, wenn er sich da wirklich mit auseinandergesetzt hat und sich reflektiert, also entweder er stellt die Sachen halt richtig und sagt, jo, tut mir leid, die Aussage war dumm. Oder er macht halt ein Statement, wo er sagt, hey, das kam gar nicht so rüber, wie ich das eigentlich sagen soll, wollte. Kann ja auch sein, wissen wir nicht, keine Ahnung. So, aber das einfach halt so stehen zu lassen und einfach gar nichts dazu sagen, ist halt weird. Natürlich kann man versuchen, das Ganze zu ignorieren, aber ich kann dir halt sagen, das wird halt immer wieder hochkommen. Das wird dich für immer begleiten. Aber es wird schwierig, wie wenn AIDS. Zum einen das Video immer noch online ist, wobei man halt reflektiert hat, und zum anderen versucht er das halt teilweise immer noch so ein bisschen zu rechtfertigen und sowas, aber er ist darauf in einem Live-Gespräch mit M&H Creators oder M&H Creators eingegangen. Das schauen wir auch nochmal ganz... Und ich würde dir auch nicht zustimmen, dass eine gewisse Mitschuld vom Opfer ausgeht. Wenn du nur Gelegenheit bietest, dass jemand eine Straftat begehen kann, dann hättest du dich vielleicht besser schützen können, aber der Täter, der die Tat begeht, ist immer noch zu 100% an der Tat schuld. Ja, der Täter hat es ja begangen, ne? Ja, aber dann geht doch vom Opfer keine Teilschuld aus. Ich hatte schon mal gesagt, ich werde nicht viel groß auf dieses Thema eingehen. Ich werde ein paar Sachen, da werde ich was zu sagen, zu den meisten Sachen aber nicht, weil ich auch glaube, dass diese ganze Debatte mittlerweile so zerkaut ist, dass die Leute überhaupt kein differenziertes Statement haben wollen. Die wollen einfach nur, dass ich das sage, was sie hören wollen. Und das kann ich nicht bieten. Ich kann nicht jedem das sagen, was er hören will. Digga, das ist so eine dumme Verteidigung, wirklich. Also alleine, dass er da nichts sagt. Also guck mal, da ist wieder so... Ich meine, guck mal, du siehst doch, dass es dein YouTube-Kanal komplett zerschießt, diese Aussage. Also selbst wenn du immer noch diese Meinung hast, dann ist es halt dumm. Aber dann stell dich doch trotzdem öffentlich hin und sag einfach, jo, tut mir leid, die Aussage war wirklich dämlich. Ich sehe das Ganze anders. Also es gibt so viele Influencer, die öffentlich eine andere Meinung vertreten, als sie privat haben, weil es einfach Dinge gibt, die du in der Öffentlichkeit auch nicht sagen oder zeigen kannst. So, das, also da mach doch wenigstens das so. Stattdessen setzt er sich dahin und er sagt ja nicht mal, dass er das so sieht, sondern er versucht so dieses so ignorieren, weißt du, so erstmal 10 Sekunden schweigen und gar nichts dazu sagen. Digga, das ist so dumm, Alter, wirklich, ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe ihn da einfach wirklich nicht. Und deswegen werde ich einfach gar nichts dazu sagen, großartig, ne? Okay, ich denke, sobald dieses legendäre Skandalvideo von damals gepostet wurde, da ist nicht mehr viel zu retten. Also, der Shitstorm war sowieso unausweichlich nach dem Video, aber es hat mehrere Momente gegeben, in denen man hätte sagen können, okay, ich nehme es jetzt runter oder ich distanziere mich davon, ich mache ein Statement-Video, was weiß ich, ich tanze ein bisschen im Kreis. Wobei, das hätte halt alles auch nicht sein müssen. Na, ich glaube, allein offline zu nehmen, dieses Video, das hätte schon gereicht, aber anstatt dessen setzt man sich dann hin und sagt dann, naja, ich kann es ja eh nicht jedem recht machen, deswegen scheiß drauf. Ist vielleicht, ja, was ist das überhaupt für eine dumme Aussage? Ja, ich kann es eh nicht jedem recht machen, hä? Vielleicht nicht der beste Lösungsansatz für die ganze Situation. Anders zum Beispiel als der Lösungsansatz von Holy, ja, Holy Energy. Junge, hä, 50.000 Likes? Ich glaube, das ist ein bisschen verbuggt, kann das sein? Herr Bruder, jeder Zweite hat das Video geliked. Man muss nämlich wissen, T-Tech ist ein sehr unbeliebter YouTuber. Junge, was denn das, Alter? 50.000 Likes. Wurde gebottet. Ja, ich wurde in letzter Zeit tatsächlich auch irgendwie öfter gebottet. Genau, wo ich mit Boss Explosive mal so eine kleine Auseinandersetzung auf Twitter hatte, zufällig. Ja, aber viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, ich denke, also ich finde es halt grundsätzlich schade von T-Tech, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Also ich fand jetzt nicht, dass er der krasseste neue Meinungsblogger war, aber ein paar seiner Videos konnte man sich schon sehr gut geben, auf jeden Fall. Und ich finde, seit diesem Video, was er da gemacht hat mit dieser Teilschuld, hat er seinen Kanal ziemlich gegen die Wand gefahren einfach. Ne? Also es kam ja erst das Video, was gehatet wurde, dann das Video gegen mich wurde gehatet, dann die beiden Videos gegen TJ wurden gehatet, ja, und jetzt hat er da diesen Beef mit Traymond, für den sich wirklich gar keiner interessiert. Und ja, ich weiß nicht, also eigentlich würde ich tatsächlich gerne mal privat mit ihm reden, aber ich bin immer zu voll für sowas, weil ich würde einfach wirklich gerne mal so seine Ansicht haben, ne? Also, vollkommen egal, ob man die Sachen jetzt
ob man jetzt hinter, also ob T-Tech jetzt dahinter steht oder nicht, also er macht ja wirklich gerade seinen Kanal komplett kaputt. Also ist das, also kann er sich da selber einfach nicht reflektieren und checkt das nicht oder ist das aus Versehen und, der, und also als ob er dachte, dass das Video gegen mich da gut ankommt, kann ich mir nicht vorstellen, Digga, keine Ahnung. Naja, das Video ist das nächste, was online geht.